Herzlich willkommen auf diesem Kanal und ja, es ist soweit, 2021 hat begonnen und ich hoffe, dass ihr alle schön in das neue Jahr reingerutscht seid, ja, und natürlich dies auch bestmöglich ohne Verletzungen. Bitte, genau bevor ich anfange, bitte schreibt es mir doch in die Kommentare, wie bei euch Silvester war, ob es bei euch eher aktiv geböllert worden ist oder eher leider nicht. Auf jeden Fall, mein Silvester war dieses Jahr tatsächlich nicht so stimmungsvoll, nicht so toll wie die letzten Silvester, obwohl mein vorletztes Silvester war auch nicht toll, ja, das war eher schlecht, so. Und dieses Silvester war auch eher schlecht. Und zwar folgendes. Ich werde jetzt hier eine Kurzfassung machen, wenn euch das interessiert oder wenn euch mehr Real Talks interessieren, dann lasst es mich einfach wissen. Und zwar, dazu komme ich später nochmal, Ausgangsbeschränkungen und so weiter. Also der Tag hat irgendwie ganz normal angefangen. Ich hab den Tag auch geplant, aber es ist alles unplanmäßig, also zumindest vieles unplanmäßig geschehen, aber dazu komme ich später auch nochmal. Es hat so angefangen, ich habe was mit meiner Freundin gemacht, die kam zu mir. Wir hatten wirklich sehr schöne Stunden zusammen zu zweit. Die ist leider nur bis 17 Uhr geblieben, weil dann musste sie nach Hause. Waren wir beide traurig, weil ein Tag zuvor hieß es dann, ja, sie kann vielleicht über Nacht bleiben, wäre total schön gewesen für uns zwei, aber dann ist da noch was dazwischen gekommen, dann musste sie leider zu Hause feiern, ja, aus komischen Gründen und durfte halt leider dann bei mir nicht übernachten. Da waren wir auch beide sehr traurig. Ja, aber so ist es dann gewesen. Dann die Verabschiedung um 17 Uhr. Ich habe mit meiner Freundin auch tatsächlich sehr wenig gezündet. Ja, keine Böller, zumindest nur ganz kleine. Und halt zwei Batterien, 5-6 Raketen und das war's. Ja, und dann habe ich sie halt wieder zum Bahnhof gebracht. Da war schon die Stimmung auch ein bisschen im Keller, weil man war halt einfach traurig. Man wollte halt schön Silvester zusammen verbringen, zumindest teilweise, weil meine Böllerrunden hätte ich dann allein oder mit meinen Kumpels gemacht. Ja, auf jeden Fall, das ging alles nicht und dann war die Stimmung eh schon so ein bisschen traurig und ein bisschen, naja, ihr wisst, was ich meine. So, dann, als ich sie zum Bahnhof gebracht habe, bin ich ja wieder zurück zu meinem zweiten Standort, da wo ich halt auch das ganze Zeug habe und habe da zwischendurch noch ein paar Böllerchen gezündet, aber nichts Besonderes. So. Dann kam auch mein anderer Kumpel, nach 1,5 Stunden, also um 17 Uhr habe ich sie ja zurückgebracht und, ah ne, Quatsch, oh mein Gott, sorry Leute, 18 Uhr, vergiss 17 Uhr, es war 18 Uhr, 18 Uhr habe ich sie zurückgebracht. So, dann bin ich ab 18 Uhr, 18.10 Uhr war das wieder zurückgegangen, habe halt meine kleinen Böllerchen gezündet und mein Kumpel, der ist dann auch gekommen nach 1,5 Stunden. So, in diesen 1,5 Stunden hatte ich halt noch Zeit, was anderes zu machen. Dann habe ich hintergeguckt, weil da waren halt welche, haben ständig rumgeböllert und wollte halt wissen, ja, wer ist das? Und wer war es? Meine Pyro-Kollegen, mit denen ich eigentlich nichts mehr zu tun haben wollte. Dann war ich bei denen, habe mich halt kurz angeschlossen, habe mir gedacht, ach ja, komm, für die Stunde kann ich da mal hin. Ist bestimmt auch ganz nett. Vergess mal alles, was passiert ist, obwohl die echt richtig link waren, aber es war mir dann auch egal, es war halt Silvester. So, dann nach 20, 30 Minuten habe ich mir schon gedacht, es hat keinen Sinn mit denen, es sind Menschen unterster Klasse, ja, die Gründe werde ich jetzt nicht nennen. Auf jeden Fall ultra link und einfach die, ja, es ist schwer zu beschreiben, es sind halt wirklich Menschen mit einem sehr empathielosen Charakter und einem sehr, ja, sehr lügenhaften Charakter. Und das will ich nicht alles sagen, aber, also da denkst du dir echt, das sind Menschen unterster Klasse und da kannst du es noch so gut meinen, kannst noch so nett sein, es hat bei denen einfach überhaupt keinen Sinn, weil die total tot sind seelisch, ja, richtig gefühlskalt. Und dann habe ich mir gedacht, das hat ja absolut keinen Sinn, jetzt gehe ich wieder. Und dann kam noch was, aber war auch egal. Bin ich auf jeden Fall wieder gegangen. Und dann war die Stimmung noch mehr im Keller, aber ich wollte mich halt nicht runterziehen lassen, es war Silvester. Auf jeden Fall hat da fast überhaupt keiner geballert, zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mir auch so gedacht, oh Mann, das bin ich absolut nicht gewohnt und ich bin echt ein starker Charakter an sich, ich halte wirklich viel aus, aber das... Man freut sich 2,5 Monate, 3 Monate auf Silvester so richtig intensiv, baut einen neuen YouTube-Kanal auf
und dann ist einfach fast nichts los an Silvester. Die meisten Leute beschweren sich und so weiter. Also hast du irgendwann keinen Bock mehr, aber ich bin trotzdem stark geblieben. Genau, auf jeden Fall, ich bin dann zu meiner Oma hoch, ganz normal, ja. Und mein Kumpel, der ist dann erst nach 1,5 Stunden gekommen. Auf jeden Fall war ich dann halt oben, habe ein bisschen was vom Balkon gezündet, also Böller und so weiter. Habe dann nochmal einen Rucksack mitgenommen, so meine Tasche voll Böller. Bin rumgegangen, habe P1-Schallerzeuger gezündet und F2-Böller und so weiter und so fort. War richtig nice. Irgendwann kam mein Kumpel, das war auch sehr unplanmäßig alles. Dann hieß es, ja, er ist falsch ausgestiegen, da musste ich noch länger warten. Das, allein das war schon so ein richtiges Debakel, ja. Und irgendwann um 20:30 ist er dann aufgekreuzt. Dann sind wir noch hochgegangen zum zweiten Standort, habe da noch ein bisschen gegessen. Er musste sich aufwärmen, ja, weil es ihm halt kalt war. Und dann war es auch schon so 21:30 Uhr, ja, und ich hatte noch mein ganzes Feuerwerk oben, also fast 90% noch alles oben. Dann sind wir mit massig Feuerwerk rausgegangen, ja, und meine Pyro-Kollegen haben nicht mehr geballert. So, ich dachte mir, was ist denn jetzt mit denen los? Das kann ja nicht sein, die haben so viel Zeug gehabt, das war mir auch total egal, ich habe mich nur gewundert. So, und dann waren wir auf dem Feld, haben Feuerwerk gezündet und nach 10 Minuten war schon die Polizei da. Und dann hieß es, ja, Ausgangssperre, wir müssen eigentlich jetzt 500 Euro Bußgeld bezahlen. Aber Verwarnung, wenn die uns jetzt nochmal sehen, dann müssen wir es bezahlen. So, und darauf hat man dann auch keinen Bock, ja. Also dann heißt es auch, da müssen wir dann einfach wirklich die Gesetze einhalten und dürfen nicht mehr raus, auch wenn es noch so unnötig ist, aber das will man halt nicht riskieren. Na gut, ich hatte dann trotzdem noch einen Plan. Auf jeden Fall bin ich dann hoch und habe dann von meinem Balkon aus Böller gezündet. Und dann kam unten gleich eine Beschwerde und hat gesagt, ja, das ist, wisst ihr ja, wie das immer aussieht. Du darfst nicht schießen, was soll das? Die Schiene. Und dann habe ich gesagt, ja, bitte, dann rufen Sie die Polizei, weil der auch noch angedroht hat. Machen Sie es, ist mir scheißegal. Habe einfach weiter geböllert. Bis zu einem gewissen Punkt, weil dann kam ein Mann, hat gesagt, der war auch höflich zu mir. Ja, und wenn man zu mir höflich ist, dann gebe ich wirklich viel mehr nach, als man das eben zu mir nicht ist. Dann hat er gesagt, meine Kinder schlafen, bitte, bitte. Dann habe ich gesagt, ja, okay, hey, ich mach's nicht mehr. Stimmung im Keller, aber sowas von. Ich habe noch nicht mehr geböllert aus Respekt, weil echt Kinder, da muss man halt auch Respekt zeigen. Auf jeden Fall, es ist auch schon mal eine Stunde vergangen. Mein Kumpel ist dann mittlerweile nach Hause gefahren, weil da gab es dann auch wieder ein Thema. Also voll stressig alles. Und um 0 Uhr, also da war mir dann alles scheißegal, da bin ich dann raus. Ja, dann bin ich einfach wirklich raus. Dann haben auch wirklich viele andere geböllert. Dann habe ich auch mein Zeug geböllert, auch F4-Zeug, ja, Dumbum 50 und so weiter. Er hat mir jemand gegeben, der es lagern durfte. Leute, der Dumbum 50 war ja mal richtig scheiße. Da war der Shock Bulldog 30 Gramm, der war da lauter und besser. Das hat mich, aber dazu kann ich auch noch mal ein extra Video machen. Auf jeden Fall, die Leute haben mir alle zugejubelt, weil ich dann auch die 50mm Batterie gezündet habe. Und diese halt F4-Bölle haben auch die meisten fasziniert. Die waren ultra heftig, die Druckwelle war so fett, aber ich habe das auch alles gefilmt. Kommt alles in, ja, so ab Oktober oder so, September, Oktober oder ja, erst ab November, keine Ahnung. Die Videos kommen dann hier rauf. Auf jeden Fall, das war es dann so, irgendwann um 0:30 Uhr oder 0:40 Uhr bin ich wieder hoch und dann irgendwann hab ich mir auch gesagt, ja, ich gehe jetzt schlafen. Da ist auch nichts mehr gewesen und das war im Endeffekt mein Silvester. Und heute habe ich dann auch nochmal ein bisschen rumgeballert, habe 2 Tüten. Dann hatte ich auch ein tolles Erlebnis mit einem sehr aggressiven Mann, der mich mit seiner scheiß Taschenlampe geblendet hat oder Kopflampe, was auch immer war. Und dann musste man den Ort verlassen, der wollte uns zusammenschlagen und alles. Hat er dann auch nicht geschafft, haha. Ist die Polizei gekommen, dann habe ich ihn verfolgt, hat er Angst bekommen, weil er dann wusste, dass ich weiß, wo er wohnt. Dann habe ich nochmal bei ihm geklingelt, dann hat er nicht aufgemacht. Ja. Zu der Geschichte, wenn es euch interessiert, kann ich nochmal ein extra Video machen. Polizei und hochaggressiver Mann. Sonst haben wir ziemlich wenige Beschwerden bekommen, die nicht so relevant zu erwähnen sind. Das war im totalen Schnelldurchlauf jetzt mein Silvester. Wenn ihr wollt, kann ich dazu noch präziser eingehen beim nächsten Video. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es hier alles sehr schnell gedödelt gesprochen worden ist. Hoffe ich, euch hat es gefallen.
Und hier diesen Kanal, der wird jetzt wahrscheinlich immer mehr eine Pause einlegen. Also die Videos werden jetzt immer in ja, zeitintensiveren Abständen hochgeladen. Und ab Oktober wird dann wieder regelmäßig ein Video hochgeladen. Halt immer so, wenn man Bock drauf hat. Und sonst halt, wenn die heiße Phase wieder beginnt, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Silvester. Lasst es mich bitte wissen in den Kommentaren. Und wenn ihr Wünsche habt für dieses Jahr, dann bitte lasst es mich auch wissen, am besten über Instagram. Dann kann ich mir das zu Herzen nehmen. Vielleicht werden auch Polen, Tschechien, Trips folgen. Genau, auf jeden Fall. Ich habe Ideen, die werde ich vielleicht umsetzen, wenn alles gut geht. Und sonst hoffe ich, dass euch jetzt wenigstens dieses Video gefallen hat. Seid gespannt, was auf diesem Kanal alles folgt. Wird bestimmt sehr interessant werden für euch. Ich hoffe es zumindest. Ich gebe mein Bestes. Und genau, alles Gute, frohes Neues, alles Liebe und genau, euer Pyro Adler 98.